Hallo Leute, willkommen zurück in den Rubble Ruins. Bevor ich jetzt weiterspiele, wollte ich mich einfach mal bei allen Zuschauern bedanken. Danke dafür, dass ihr mir so treu die ganzen Jahre über bei meinem ganzen Unfug zugeschaut habt. Das hat mich sehr gefreut und mich sehr angespornt, die Let's Plays weiterzumachen. Sehr gut. Okay, eine Münze haben wir hier, glaube ich, noch. Irgendwo. Gucken wir mal, wo sie sich denn versteckt. Searing Sands. Okay, das war, glaube ich, ein bisschen weiter am Anfang. Nein. Nein, hier oben vielleicht. Fossiltunnel, auch nicht. Searing Sands, genau. Eine Münze noch und danach geht's ab in die Bonuswelt. Ich bin schon ganz gespannt. Super, das mit der Sonne. War ja klar, dass ich hier was vergessen habe. Und ganz am Ende, sehr interessant. Nun gut. Naja, die Münzen am Anfang und am Ende sind eigentlich immer am besten zu finden. Also, beeilen wir uns ein wenig. Dann kann uns die Sonne auch nicht so sehr auf die Nerven gehen. Ja, heiß wird's ja jetzt so langsam mal. Ich muss sagen, das finde ich gar nicht so schlecht. Nach so vielen Tagen Regen und danach Überflutung und ähnlichem. Ja, ich habe indirekt auch leiden müssen, indem ich Flutopfer aufgenommen habe. Drei an der Zahl. Na gut, davon zwei Tiere. Nein, ich habe eine Mütze vergessen. Los. Dabei brauche ich doch so schnell wie möglich ein Upgrade. Mario 2.0, das wär's. Schönes Upgrade. Und weg mit dir. Tja, schade, wa? So, tja. Die zweite Münze haben wir, glaube ich, schon wieder übersehen, aber ist ja egal. Die dritte müsste jetzt irgendwo kommen. Also Augen auf im Straßenverkehr. Dann sieht man auch die Münzen. Das hat, ja, was gebracht. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Tja, dass es hier nicht so richtig hochgeht, das finde ich merkwürdig. Ach, verdammt. Das geht doch auch. Obwohl ich da oben den Block schon kaputt gemacht habe, müsste das eigentlich funktionieren. Ups. Yes. Okay. Gut, nur Leben. Nichts Wichtiges, denn das Leben ist ja auch nicht wichtig. Nein, Spaß. Natürlich. Spiky in der Luft einfrieren und dann da hoch in die Röhre. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Na, komm. Nein, ich wollte nicht rutschen. Wer sagt denn, dass ich rutschen wollte? Na, da hoch eventuell. Eventuell. Weil hier irgendwo muss es ja sein. Ups. Ja, knapp übers Feuer drüber. Das ist gut. Okay. Da hätte ich mir eigentlich das... Ach nein, das war doch das. Schnell weg hier. Hätte ich mir eigentlich das Sprung... Na, die Sprungplattform mitnehmen können. Oder? Die kriege ich doch da hoch. Kriege ich die da hoch? Ja. Na dann. Oder auch nicht. Moment. No! Nicht weg! Bloß nicht wegschmeißen. Nein! Nein! Nein, komm! Nein, verdammt! Ich krieg das Teil nicht mehr. Tja. Hoffen wir, dass es nicht damit zusammenhängt. Ansonsten, vielleicht hier oben irgendwo. Dritte Münze, wo bist du? Mario, wo bist du? Da kommt er wieder. Das Sandlieferungssystem ist sehr, sehr langsam, muss ich sagen. Na, hier oben vielleicht. Nein. Auch nicht. Komm schon, Mario. Wir wollen ab in die nächste Bonuswelt. Und dann ab in Welt Nummer 3. Ich muss sagen, ich fühle mich schon, als ob ich das ganze normale Spiel durchgespielt hätte. So viel Level hatten wir jetzt schon. Na, Moment, das muss doch hier oben noch irgendwas geben. Das kann nicht sein. Nee, zu. Schade. Okay, nicht so wild. Das war die falsche Richtung. Zack, die Bumm. Aber wir haben ja hier noch ganz viel Platz. Wo man eventuell etwas verstecken könnte. Ja, das wollte ich natürlich. Klein Mario ist viel besser geeignet, um das hier
zu finden. Das sieht so ein bisschen aus, als ob es irgendwo rausgehen würde. Ups. Okay, jetzt geht zumindest mal nicht rein. Nee. Also, eventuell hier oben. Komm schon. Eine Röhre. Nein? Okay. Wände. Ha! Scavo, wo hast du die Münze versteckt? Wo? Frage ich dich, wo? Wenn sie jetzt irgendwo unten ist, dann beiße ich mir in den Fuß. Gut, sie ist oben. Ich muss mir nicht in den Fuß beißen! Yippie-hu. Wow! Und runter. Sehr schön. Ich muss sagen, die Welt 2 lief doch sehr gut. Bin ich mal, ja mal gespannt, wie die Bonuswelt dazu noch läuft. Sonne, gehst du weg. Diesmal fliegt sie so ein bisschen in die falsche Richtung. Finde ich gar nicht so übel. Aber das war sicherlich nicht unser letzter Besuch bei der Sonne. Ich denke mal, da kommt noch was. Obwohl wir die Wüste hinter uns gelassen haben. Tja, die Wüste setzt sich echt durch als zweite Welt. Und wir haben alle Münzen. Und wir speichern. Weil ich speichern total viel Spaß macht. Ich könnte den ganzen Tag nur speichern. So, wo war denn das Geheimlevel? Geheimlevel, Geheimlevel, Geheimlevel. Hier runter? In die Röhre? Vielleicht? Jupp. Okay, wir sind in Mini Mega Island und betreten Mighty Meadow. Okay. Ich. Oh, ach du Scheiße. Giga Mega Cooper. Was? Okay. Au, au, okay, er betäubt mich sogar. Ups. Was passiert, wenn ich auf ihn drauf springe? Er stirbt. Okay. Oh, schade eigentlich. Aus den kleineren kommen ja immer mehr raus. Aus den großen hätten dann richtig viele rauskommen können. Das wäre dann eine Goomba-Splosion gewesen. Das wäre genial. Naja, was soll's. Dreht sich alles. Mir dreht sich alles. Und da oben geht's da weiter. Das erinnert mich irgendwie an ein altes Mario-Spiel. Jetzt müsste nur noch ein Kugelwilli von rechts kommen und ich wäre total Nostalgie geblendet. Ach du meine Güte. Riesen Maulwürfe. No, holy moly, go away. Kennt man ja die heiligen Maulwürfe. Ja, Hilfe. Zack. Autsch. Was passiert, wenn ich normal auf dich drauf springe? Ups. Zack. Zack. Oink. Eine Sternmünze erscheint. Ich glaube, das passiert normalerweise nicht. Autsch. Wie kommt man da bitte runter? Außer sich runterfallen zu lassen. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Eine nicht suizidale Idee. Wer hätte das gedacht? Yay. Funktioniert. Praktisch. Und weg damit. Da oben gibt es noch ein schönes Upgrade für mich, hoffe ich doch. Danke. Wir haben immer noch nicht das Hammer-Upgrade gefunden. Ich denke mal, das wird dann bald kommen, oder? Hoffe ich doch. Nicht, dass es so einmal im ganzen Hack verwendet wurde. Das wäre ein bisschen schade. Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Hier oben. Oh. Geht's hoch. Sehr gut zu wissen. Dann bin ich ja fast schon gespoilert, was hier auf mich zukommt. Oh, ja, stimmt ja. Ach, alles was groß ist, ist feuerimmun. Yay. 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 Okay. Wenn ich hier weiter geblieben wäre, hätte ich mich nur selbst umgebracht. Also geht's hier weiter nach draußen. Zack. Sehr, sehr nett von den Blöcken hier, mir einen Weg zu bahnen. Das oben war doch schon mega Gumba. Uhu. Jetzt wissen wir, wo die Gumbas herkommen. Aus den Giga-Gumbas. Da, da, da.
Maulwurffest. Oh, das war schon fast knapp. Und, ach stimmt, wir hatten schon alle drei Sternenmünzen. Autsch. Nein. Giga Goomba ist so langsam. Er ist so groß wie 10 Goombas und so langsam wie eine Schnecke auf Schlafpillen. Okay, dann weiter. Pint-Size Planes. Oh, Pint-Size Planes. Auf jeden Fall die ganz, ganz, ganz kleinen Flächen? Planes. Naja, ich denke mal, Planes brauche ich nicht großartig übersetzen. Ebenen. Whatever. Irgendwann kommt ein Punkt, an dem man, wenn man eine Sprache einigermaßen kann, nicht mehr alles übersetzen muss. Und das ist Gott sei Dank bei mir bei Englisch so. Und komme ich da jetzt echt... Wuhu! Ich komme hier rechts unten raus und wir sind, ja, klein. Wir sind super klein, Mini-Mario. Und wie komme ich da hoch? Aha! Okay, danke. Ich bin da mal weg hier. Was eine geile Idee. Seht ihr das? Wir waren da unten. Stopp, Goomba. Ah, Mist, ich kann kein Goombarisch. Da unten waren wir. Ist ja niedlich. Schöne Sache. Die Ideen sind wirklich toll. Oh. Yes. Genau in den Bumerang rein. Genau so wie ich es wollte. Und jetzt nach oben. Was gibt's hier Schönes? Sagt die Bumm. Ja, ein paar Münzen. Nichts Wichtiges. Mega Cheap Cheeps. Okay, offensichtlich. Na dann. Zeigt mir, wie groß ihr seid. Hallo. Oh, sehen die niedlich aus. Ach, sehen die böse aus. Die blöden Grünen. Wow, du kannst noch größer werden. Das ist ja mal interessant. Geh mal weg, du. Riesenaugen. Ach, ihr seht auch niedlich aus. Die Flügelchen. Sehr cool. Eine Mega-Sternmünze. Gold, Gold. Ah, ich glaube nicht, dass ich so rankomme. Naja. Rein hier. Ich will zur Sternmünze. Ah, man muss sich mal vorstellen, was das umgesetzt in Gold wäre. Hätte ich dann unten drunter durchschwimmen müssen? Das fände ich jetzt nicht so toll. Und hier oben ist... Moment. Ich kann mich hier verstecken. Yay, ich wohne jetzt hier. Das ist mein Haus. Das verteidige ich jetzt. Das hat sogar einen Schalter. Ja, das ist der Türschalter. Okay. Das ist der Schalter, um Gold zu finden. Gold, Gold. Mario und Dagobert Duck haben vieles gemeinsam. Sie tragen beide seltsame Klamotten und sind geldgierig. Blöder Bumerang-Bruder. Au, war klar, dass ich mich da noch verletze. Und da unten Mini-Sternmünze. Jetzt hat man aber alles ausgepackt hier. Jump, 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 jump. Mega Manchas. Hui. Und Goombas? Müsste aber sehr klein sein dann. Sehr, sehr mini Goombas. Tja, Drehsprung funktioniert hier nicht so gut, deswegen keine Jumper-Möglichkeiten für mich. Also zumindest nichts. Nicht, dass ich drauf rumraufen könnte. Oh, zack, die Bumm.